Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute machen wir was ganz Besonderes, wirklich was ganz Besonderes, denn Halloween ist nur einmal im Jahr und wir werden heute ein richtig cooles Halloween-Video für euch aufnehmen. XXXL. Mit 3 oder mit 4? 10.000. 10.000 Xe und dann L. Aber was heißt das denn jetzt? XXXL Halloween. Wir werden jetzt die ganze Box von Gollum einfach Halloween-mäßig schmücken, uns dann selber noch schmücken, die Pferde vielleicht noch schmücken, wenn wir noch ein Outfit zusammenfinden. Und dann heißt es Süßes oder Saures. Ja, werden wir von Haus zu Haus gehen und nach Süßigkeiten fragen. Was sieht aus, als wenn die nach Geld fragen? Süßigkeiten. Sehr nice. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Letztes Jahr, glaube ich. Echt? Ja. Ich mache das jedes Jahr. Wir machen immer so einen Halloween-Ausschnitt. Stimmt, ihr klingelt immer bei meinen Eltern. Müssen wir heute auch wieder machen. Ja, genau. Sehr gut. Let's go, würde ich sagen. Was hast du denn so mitgebracht für Halloween? Ich habe irgendwelche random Sachen bestellt. Fragt nicht. Ich weiß selber nicht mehr, was ich bestellt habe. Also wir fangen einfach mit irgendwas an. Und zwar schmücken wir ja als allererstes die Box von Gollum. Ich habe hier so Fledermäuse bestellt. Die fand ich auch ganz witzig. Und was ich am allercoolsten finde, sind diese Spinnweben mit Spinnen drin. Oh mein Gott, sowas gibt's? Ich glaube, wir müssen gar keine aufhängen. Hier sind doch schon genug Spinnenweben. Nein, du musst doch da aufhängen. Ja, überall. Ja, hier hängen sie schon. Naja. Hier hat schon jemand vorgeschmückt. Gollum hat wahrscheinlich schon ein bisschen geschmückt. Ja, wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wenn Gollum wiederkommt. Also wir holen die gleich. Der wird sich so zu Tode erschrecken. Der wird sich so zu Tode. Wo ist er eigentlich? Der kriegt wahrscheinlich einen Herzinfarkt an Halloween. Der ist auf dem Paddock gerade. Genau, ich würde sagen, wir legen das hier erstmal rein. Vielleicht frisst er die Spinnen auf. Nein, darauf passen wir auf. Also Gollum wird dich am meisten erschrecken. Ih, wie eklig sieht das denn aus? Schau mal, Tom. Ih, die fühlen sich so richtig babbelig an. Spiel mal. Ja, Gummi. So gummimäßig. Ey, die haben so einen richtigen Mund. Oh mein Gott. Ih, die haben gerade so richtig aneinander geklebt, habt ihr das gesehen? Ih, das sieht ja richtig eklig aus. Schau mal. Wir brauchen eigentlich Bänder. Wir brauchen so ein Band. Weißt du, ja, eigentlich das schon. Wir haben aber kein Band. Wir machen die einfach hier dran. Perfekt. Wow. Ih, wie eklig sehen die aus. Wir fangen aber erstmal an und dann holen wir gleich die Pferde und dann sehen wir weiter. Wie macht man das hier auf? Hast du eine Schere dabei? Im Auto vielleicht. Hier. Was zur Hölle ist das? Vor allen Dingen ist es so eingeschweißt. Das ist ja ganz komisch. Ich habe ehrlich gesagt noch nie für Halloween geschmückt, muss ich sagen. Echt nicht? Nein. Wir machen das immer. Also meine Mutter hat auch schon wieder unser ganzes Haus geschmückt. Was? Das sieht auch aus wie so ein Bettlaken. Was ist das? Das sieht halt nicht aus wie Spinnweben, Leute. So sieht aus wie so eine Wolke. Wie komisch. Das Ding ist, so sehen Spinnweben aus und nicht so. Ich glaube, das kann man noch so auseinanderziehen. Weißt du, dass das noch so ein bisschen... Ja, so. Wollen wir das da so hinhängen? So über die Tür. Ich glaube, wir können das überall hinhängen. Wir versperren einfach die Tür für Gollum. Er muss hier durchgehen. Durch die Spinnweben. Hier kann man halt nichts aufhängen, Hella. Ja. Das ist irgendwie nicht so gut durchdacht, oder? Ich hab mir das irgendwie anders gedacht. Das kann man ja einfach zerreißen. Ja, genau, das ist der Sinn der Sache, glaube ich. Ob das gut geht? Deine gute Putzbox. Leute, was ist das? Ich dachte, das sieht irgendwie aus wie ein Spinnennetz. Also sieht gar nicht so aus. Halloween habe ich mir anders vorgestellt. Das wird noch. Das wird noch? Okay, bind das doch hier irgendwie so dran. Niemals würde so ein Spinnennetz aussehen. Irgendwie. Nein, Hella, das musst du wirklich noch mehr auseinander machen. Die Spinne hat hier jetzt schon sowas drin gefangen. Stroh. Das ist wirklich, ich glaube, da kannst du auch so mehrere Teile draus reißen. Ja, eigentlich schon. Je weiter du es auseinander machst, desto mehr sieht das nach Spinnennetz aus. So natürlich nicht. Schau mal, ich das schon so ein bisschen, ja. Oh mein Gott, das ist so elastisch. Wo gehst du hin? Oh mein Gott. Hä, voll geil. Ich habe halt einfach so ein fettes Spinnennetz gespannt. Keine Spinne jemals, aber egal. Das machen wir crazy. Wir müssen nur aufpassen, dass das andere Pferd hier nichts von frisst. Was? Gollum hat da eh viel zu viel Schiss vor. Der wird davon nichts fressen. Wenn wir ihn hier alleine lassen, dann nehmen wir es natürlich auch Alter, wieder ab. Alter, das sieht jetzt voll cool aus. Mach das hier nochmal da unten, oder? Leute, wenn das nicht Halloween-mäßig aussieht, dann weiß ich auch nicht. Und dann nachher, wenn es dunkel ist. Yes. Wow. Ich muss sagen, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Das sieht echt fresh aus. Crazy. Ja, hier muss man noch ein bisschen nachhelfen. Irgendwas stimmt hier nicht. Stell dich nochmal da irgendwie drauf und mach das da oben so fest, oder? Das Ding ist, ich bin zu klein dafür. Ja, dann muss ich mich da hinstellen. Wenn ich falle, fängt mich das Spinnennetz hier hoch. Ne? Aber nicht, dass ich dann gefressen werde. Ich glaube, du landest dann ziemlich weich. Also was ist das denn hier für ein Fail? An diesem Heusack hast du das so festgebunden? Ja, ja. Sieht einigermaßen. Oh. Naja. Hat nicht ganz gehalten. Versuch das doch da oben an der Stange festzumachen. Hier? Oh, da ist eine Spinne. Iiii. Leute, der gehört der Spinne. Hier so? Die oder? Nistet sich ein. Noch nie hat sich die Spinne so wohl gefühlt wie in diesem Moment wahrscheinlich. So. Ah ja, perfekt.
Das ist doch sehr schön. So. Auch ein bisschen gruselig hier aussieht. Das sieht ja wirklich gruselig aus. Oh mein Gott. Ich finde, es sieht cool aus jetzt. Am Anfang dachte ich, was ist das denn? Sieht gar nicht aus wie ein Spinnennetz. Ja, man muss es halt so ein bisschen auseinander machen. Und jetzt finde ich es ganz cool. Vielleicht kann man da... Ach, da kommen jetzt die Spinnen rein. Ja, genau. Leute, ja, was ist das jetzt? XXL. Skeptisch. Oh mein Gott. Michelle, frag einfach nicht. Nein, ich sag da gar nichts mehr. Was wir hier machen, ist so schlimm. Oh mein Gott, das sieht aber echt irgendwie gruselig aus, muss man schon sagen. Aber ich glaube, keine Spinne würde jemals so ein Spinnennetz machen. Das sieht doch cool aus. Leute, es geht halt noch nach draußen weiter auch einfach. Aber mach mal bitte draußen, weil hier sehen wir das nicht, wenn die Spinnen nach unten fallen. Wieso nach unten fallen? Die kommen hier rein. Ja, später fällt eine nach unten und Gollum frisst die dann in der Box. Deshalb lass lieber hier draußen. Die hängen ja voll gut drin. Echt? Ja. Voll gut. Wie cool einfach. Boah, wie viele Spinnen sollen da bitte rein? Ja, das frage ich mich auch. Vor allen Dingen sonst sind doch nie mehrere Spinnen in einem Spinnennetz, oder? Die fressen sich doch dann gegenseitig auf. Ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nicht so doll mit diesem Thema befasst. Einmal keinen Schrott gekauft. Naja, die anderen Sachen kommen auch noch. Was hast du denn noch bestellt? Das kommt gleich. Alles zu seiner Zeit. Weiter geht's. Was hast du noch mit? Nee, oh mein Gott, was ist das denn? Was ist das? Das frage ich mich auch gerade. Das ist eine Kürbislichterkette. Und ja, ich hätte irgendwie nicht damit gerechnet, dass die so ist. Da muss man die ja einzeln jetzt aufbauen. Das ist ja so ein Fail. Ja, dafür haben wir ja Zuschauer, die können das gerne aufbauen. Aber wie cool das aussieht, oder? Nee, die muss jetzt alle. Aber da muss man die halt wirklich alle einzeln aufbauen. Lass erstmal hiermit weitermachen. Vielleicht ist ja hier irgendjemand so nett und baut davon was auf. Wir müssen uns auch beeilen. Die Sonne geht langsam unter. Wir brauchen gleich Licht. Also muss ja, die Lichter. Das stimmt. Was zur Hölle? Ist das? Was, Hella, was hast du da bestellt? Leute, schaut euch diese Hände an. Oh, Sieht voll komisch aus. Hä, ist das so normal? Ja. Ach so. Ew, das sieht so eklig aus. Was ist halt mit den Händen los? Pack das mal richtig aus. Leute, da kriegt man ja Angst. Können die Hände auch noch aufgemacht werden? Sieht aus wie Tom. Sieht aus wie du. Wie ich in 100 Jahren. Hat sogar Haare. Ja. Schau mal, das bin ich, glaube ich, in 100 Jahren. Meine Haare dann sind so schwarz. Hat auf jeden Fall dein Lächeln. Halt mal neben dich. Ja, sie einfach eine Person. Hat Ähnlichkeiten. Warte, ich muss halt noch so machen. Leute, sehe ich so aus? Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. So, okay. Schauen wir mal, wo wir das hin tun. An diese Schrauben ist das doch gut, oder? Ja, nur andersrum mit dem Gesicht nach vorne. Ja, lass mal so hängen, das sieht gut aus. Oh mein Gott. Ah, ich würde einen Schock kriegen, wenn das hier meine Bude wäre. Gollum wird sich halt denken, was ist das? Okay, davon sind noch ein paar mehr da. Schau oder? Mal, der will, dass man einklatscht. Hallo! Da musst du einen Arm so nach oben machen, so High Five. Hallo, guten Tag. Okay, weiter geht's. Angenehm, angenehm, wirklich, wenn man hier reinkommt. Oh mein Gott, der ist ja noch riesiger. Alter, was? Oh mein Gott. Ja, schau mal, der hat sogar richtige Haare. Das bin ich, glaube ich. Ja. Weil der hat blonde Haare. Ja, das kriegst du. Ew. Oh mein Gott, hier, den muss man so ein bisschen ausfleddern, Alter. Der hat ein richtiges Gewand. Wo hängen wir den denn jetzt bitte hin? Vielleicht hier mal vor die Tür, damit keiner Gollum erschreckt. Ja, hier ist gut. Schau mal. Häng das mal hier, oder? So hier oben, da drauf? Ja. Komm, du musst das wieder machen. Ew, so gruselig. Ich kann das nicht. Halloween ist eigentlich gar nicht meins. Und ich find's so eklig. Das geht gar nicht. An Gollums Stelle, ich würde ausrasten. Ich würde schreiend wegrennen. Oder eher gesagt, wie schau mal, wegrennen. Und der hat, ja, der hat noch ja, so eine das Fledermaus ist doch gut. In der Hand. Es sieht so hier eklig aus. Hier draußen sieht es auf jeden Fall gruselig aus. Man braucht halt echt diese Lichterkette noch, damit sowas orangen ist, so ein bisschen Farbe dann ja, ich habe halt einfach auch noch einen dritten davon mit ein bisschen lila. Fand ich sehr hübsch. Wo hängen wir den denn hin, Tom? Ich weiß es nicht. Soll der hier... schau mal, der Arm sieht gebrochen aus. Oh mein Gott. Und vor allen Dingen lila. Crazy, Alter. Ich hätte gedacht, cool die sind aus. Alle gleich. Nein, aber die sind alle drei unterschiedlich. Verschiedene. Wo hängen wir den denn hin? Ja, da noch so dran? Ans Gitter? Ja, zwei Lecksteine und daneben dann diese Harry Potter-Frau. Harry Potter? Keine Ahnung, mir die ist gerade nichts Hella. Besser eingefallen. Ach, das geht irgendwie nicht. Warte, wir hängen die einfach hier so dran. So, das ist doch cool, oder? Gruselig auf jeden Fall. Die Arme sind offen für Gollum. Wenn er hier gleich reinkommt. Oh, er wird halt echt Gott. Einen Schock kriegen. Naja, jetzt habe ich noch was ganz Witziges. Und zwar... Hä? Spinnenweben in schwarz. Leute. Ist das sieht ist doch cool. Kein Spinnenweben. Hä, was ist das? Hä? Das ist das sieht aus wie eine Bandage. Oh mein Gott, das ist so ein Tuch einfach. Ah. Oha.
Wollen wir das auch draußen machen? Nee, oder? Doch, ja. Ich würde sagen, an die lange Seite da, oder? Das ist doch cool. Wir können das ja auch hier drin wieder anfangen und dann auch so nach draußen, oder? Aber ich glaube, das kann man nicht so gut ziehen, Tom. Ja, aber wir können ja trotzdem hier drinnen auch schon was aufhängen davon. Mach das doch nur hier übers Eck. Wir müssen ja nicht so bis da hinten hin. Mach hier vorne einfach nur so. Und ich mach's bis hier oben hin. Huch! Ja, das geht schon, aber der eine Geist ist gerade runtergefallen. Oh Gott! Ich krieg so einen Herzinfarkt, wenn ich das sehe. Also wenn man bei unserem Video nicht in Halloween-Stimmung kommt, dann weiß ich auch nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Och Mensch! Nee, toter Mensch. Was hast du mit Gustav gemacht? Gustav? Keine Ahnung. Okay, das ist Gustav. Selten ist tote Heller und das da Hallo. Ist, keine Ahnung. Das bist du. Nein. Irgendeiner sah doch aus wie du. Dieser Eingang sieht cool halt schon aus. So gut aus. Sieht echt richtig cool aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es so cool wird irgendwie. Das finde ich hier eh immer noch am allergruseligsten, glaube ich. Und hier hängt jetzt das Rest vom Netz. Oder der Rest vom Netz. Wow. Wir schauen mal, wie weit unsere Kürbiskette ist. Oha. Echt schon richtig weit. Voll lieb. Was ist das hier eigentlich? Das sind gruselige Tattoos. Oh mein Gott. Die wir uns jetzt aufkleben werden. Leute, jeder kriegt eine auf die Stirn. Auf die Stirn? Da gibt es auch keine Widerworte. Damit wir wirklich in Halloween-Stimmung kommen. Schau mal, es gibt hier unterschiedliche Motive. So Spinne, was ist das hier? Das sollen, glaube ich, Narben sein, oder? Das sieht voll eklig aus. Schau mal, Michelle, was möchtest du? Oh. Hella? Ja. Das Spinnennetz. Okay. Ich möchte gerne so eine Spinne so hinters Ohr. Ah, das ist ja wunderschön. Ja, ja gut, das kriegst du. Kannst du Und Marissa, aufnehmen? Was möchtest du? Warte mal. Ich meine eine kleine Spinne. Eine kleine okay, Spinne. Eine kleine Spinne. Und Leute, ich nehme sowas Ekliges hier. So das hier. Du kannst dir so eine Narbe machen, so ans Gesicht. Das ist geil. Nein, das ist schrecklich. Schau mal, sind das unterschiedliche immer? Ja. Oh mein Gott, wie cool. Oh, hier, so eine Narbe machst du dir, Hella. Das ist okay, die Narbe mache ich mir. Oh mein Gott. Was ist das denn? Was es alles gibt. Okay, lass kurz auf Klo gehen oder machen wir das und holen eben so Wasserding. Wir machen ein nasses Tuch. Und ein trockenes. Okay. Gut. So, damit gehen wir jetzt los. So, Tom, sag mir jetzt, welches Tattoo du haben möchtest hinterm Ohr. So eine Spinne. Hier, die Spinne finde ich gut. Ich schneide mir die aus. Das Tuch ist gleich auch schon wieder getrocknet. Nicht in das Spinnennetz. Das wollte Michelle noch haben. Okay, so. Ach, das die Spinne möchtest ja. du. Die Spinne hat Tom sich jetzt ausgesucht. Okay. Okay, stopp. Ich mach dir das. Warte. Oh. Okay. Hier so in das Ohr. Wer möchte halt auch so eine verstorbene Stelle hier? Jetzt. Das hält viel zu wenig Wasser, glaube ich. Warte, komm mal kurz mit. Nee. Nicht aus dem Trog. Nicht das Wasser aus dem Trogkeller, bitte. Nein. Sorry. Das ist so eklig. Es war halt nicht nass genug. So, schauen wir mal. Jetzt Warte. Muss noch ein bisschen. Ich glaube, das muss ja, noch ein bisschen. Ja, jetzt das trockene Nee, noch nicht. Doch. Es muss richtig feucht sein. Warte, mehr an der einen Seite. Das ja, ist ich sehe ja auch nichts. Ich habe keine Augen da. Aber eine Spinne gleich. Drück mal doch gegen. Genau so macht man Tattoos drauf. Schau mal, Michelle ist auch schon geschmückt. Wow, wunderschön! Okay, dann lass uns jetzt mal das Tattoo abziehen. Gucken, ob das okay, klappt. Okay, mal sehen. Ich bin so gespannt. Wow, das ging ja so gut. Das ist richtig schön geworden. Schön? Ja. Eine Spinne? Okay, Hella ist dran, Hella ist dran. Jetzt kriegst du ein Tattoo. Okay. Wir machen hier so eine Narbe. Was machen wir hier eigentlich schon wieder? Und noch so eine Platzwunde für die Stirn, so. Das ist auch gut. Was? Jetzt kriege ich auch noch zwei. Das ist ja schrecklich. Ja, erstmal machen wir die Platzwunde mal eben. Ganz schnell eine Platzwunde machen, ganz normal. Ich überlege gerade so, ja, so ist gut. So, wir nehmen jetzt auch mal ein bisschen Wasser hier aus dem Trog. Das sind die Tränke. Was ist der Unterschied? Hä, das läuft doch runter. Du musst es erstmal abmachen. Ach so. Oh, Tom hat gar keine Ahnung. Du musst es abmachen und jetzt genau so an die Stelle und dann nicht mehr. Ach so, jetzt deswegen andersrum. Ja. Ich dachte so, hä, was für andersrum? Oh mein Gott. Geht das? Das sieht richtig krass aus. Echt? Oh, wow. Oh mein Gott, ich bin getroffen worden. Alter, crazy. Okay, echt? Jetzt das sieht andere. Sieht das gut ja, aus? Ja. So unterm Auge, glaube ich, das ist gut. Ich glaube, du musst mir Wasser nehmen. Wow. Sieht es gut aus? Ja. Sehr gut. Leute, nein. Warte, ich will nur deine Reaktion sehen, wenn du dich selber siehst. Oh mein Gott, das sieht ja einigermaßen echt aus sogar. Jetzt zeig mal die andere Sache. Die sieht richtig das echt sieht aus. Warte mal. Echt aus. So, wer ist als nächstes dran? Michelle. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Ich muss los. Ich muss los. Ja, okay. Aber die Kürbisse lässt du hier. Hella, ich habe übrigens noch echte Kürbisse im Auto. Wollen wir die auch nehmen? Wir können die. Wir schneiden die aus, Leute. Wir schneiden diese Kürbisse aus. Ja, weißt du so. Aushöhlen. Ich hole jetzt diese Kürbisse. Oh mein Gott, Hella, hast du dir wehgetan? Oh mein Gott. Hat ja niemand gesehen, dass ich vor einer Sekunde ein Tattoo draufgeklebt habe.
Naja, die Lichterkette ist fertig. Geilo, Leute. Nice. Wo wollen wir die ranmachen? Wollen Von wir die nach draußen? Nach drin. Ich würde sagen, überall so ein bisschen. Boah, hier ist es cool, glaube ich. Ja, oder? Das ist nice. Wenn es nachher dunkel ist, machen wir noch so ein paar Fotos, würde ich sagen. Ja. Oh nee, das hängt hier im Spinnennetz. Oh nein. Die Spinne hat ihre ersten Kürbisse gefangen. Ihre ersten Kürbisse gefangen. Ja, Halloween-Spinnen wollen bestimmt Kürbisse fangen. Jetzt was ist schon wieder alles vertüdelt. Ich habe alles Spinnennetz im Gesicht. Ich hole gleich noch die echten Kürbisse aus dem Auto. Seid ihr bereit, Leute? Wow. Was ist mit dem passiert? Ich weiß es nicht. Das waren die einzigen, die noch irgendwie da waren. Oh Gott. Ich habe mir jetzt überlegt. Der sieht ja voll schön aus, der kleinere. Das ist kleiner, aber der den kannst größere du ja haben. Weil ich habe mir überlegt, wir machen einen Kürbis-Ausschneid-Wettbewerb, wer den schöneren Kürbis macht. Weißt du? Okay. Wir schneiden beide so einen aus. Du weißt halt nicht, wie lange das dauert, Tom. Ich habe das noch nie gemacht. Doch, ich habe das schon mal gemacht in Amerika. Ich habe das schon das mal gemacht. Das ist richtig schlimm. Das dauert Jahre. Ja, das kriegen wir hin. Wir machen das um die Wette. Wir stellen einfach einen Timer auf 10 Minuten. Und wer den schöneren Kürbis nach 10 Minuten hat, gewinnt. Und dann hole ich auch noch Teelichter. Und dann können wir da Teelichter reinstellen. Und dann wird es richtig gruselig, Leute. Das, oder? Das wäre doch nice. Das dauert 10 Jahre, die auszuhüllen. Nein, wir machen einen Timer auf 10 Minuten. Einfach nein sagen. Nein, nein, nein. Wir müssen nein. irgendwie einen Ort finden, wo wir das gleich machen können. Oh mein Gott, du hast eine Spinne im Ohr. Nicht so erschrocken. Ja, fresh, oder? Ja, echt. Aber wir cool. können die für jetzt erstmal, ich will jetzt mal sehen, was mit eurer Lichterkette passiert ist. Also ich muss echt sagen, das sieht richtig fresh aus. Ich find's auch richtig cool. Wenn die Kürbisse jetzt noch ausgeschnitten wären, wäre es halt noch nicer, aber... Du glaubst es nicht. Ich habe das einmal gemacht mit meiner Familie. Es hat wirklich 2 Stunden gedauert. Weil man muss ja alles aushöhlen und das ist dann auch so viel. Oh mein Gott, Kürbis, dieser Wind. Der da drin ist. Guck mal. Oh, oh Gott. Das sieht echt gruselig es aus. Es ist so viel Kürbis, der da halt drin ist, den man halt rausholen ja, muss. Ja, wenn man sich beeilt und nur 10 Minuten hat, dann schafft man es auch in 10 Minuten. Aber vorher werden wir unsere Kleidung anziehen. Was meinst du mit unserer Kleidung anziehen? Wir verkleiden uns jetzt. Halloween-mäßig. Ich habe keine Verkleidung, Hella. Ich schon für dich. Nein. Doch. Nein. Du kannst dir so einen Kürbis schon mal auf den Kopf setzen. Hast du was Nices so? Bin ich Graf Dracula? So ähnlich. So ähnlich. Okay. Ich habe was ganz Besonderes für dich. Das hier. Ein Kürbis. Passt doch zu Halloween, oder? So nein, Hella. Aus. Nein. Nein, das ziehe ich nicht an. Was zur... Schau dir Hella, doch das an, ich das nicht passt an. Nein, perfekt Hella. Zu unserer Deko. Hella, ich kann mich zwischen die anderen beiden Kürbisse hier setzen. Oh, das ist doch niedlich. Was? Schau mal so. Sieht aus wie eine Möhre. Das hast du dann so als nein, Hut, Hella. Oh Gott. Das zieh ich das nicht an. Das ist schon halt mega witzig. Das zieh ich nicht an, doch. Hella, nein. Du musst es richtig nein, auf den Kopf Hella, das ziehen. Nein, das ist peinlich. Doch. Das kann ich nicht bringen. Mach jetzt. Du siehst aus wie eine Möhre. Doch, das sieht Hella, cool du aus. Hast nicht ernsthaft wieder sowas gekauft mit so einem blöden Teil. Das wird eh nicht aufgeblasen. Doch, also das Tom, wird halt nicht das funktionieren. Jetzt einmal aus. Was hast du denn für ein Kostüm, Hella? Ich zeig's dir gleich. Ist auch ein Kürbis? Nein. Du hast wahrscheinlich sowas richtig Nices. Und ich bin halt ich hier... Ich habe irgendwie nichts Gutes gefunden, bin ich ganz ehrlich. Aber den Kürbis, den hatte ich von vornherein, wollte ich den für dich. Das ist nicht dein Ernst. Spooky Kürbis. Wer erfindet sowas? Also ich muss sagen, ich find's mega. Das ziehe ich nächstes Jahr einfach an Fasching an. Wie sieht's aus? Es sieht mega aus. Du musst einmal hinten zumachen. Hallo, Mr. Kürbis. Wie ey, geht's Ihnen? Ich werde jetzt Rapper. Ich bin Mr. Nee, ich bin... DJ Kürbis. Yeah. An Halloween, da kommen die ganzen Kürbisse raus und stehen vor jedem einzelnen Haus. Das hier sind meine Homies aus der Hood. Esse heute Abend Kürbis, weil ich Bock drauf hab. Einmal im Jahr komm ich vom Feld, denn ich bin an Halloween einfach der Held. Das ist der Kürbis-Rap-Song. Nein, wirklich nein. Was sagt ihr? Mega. Okay, jetzt zieh ich mich mal um. Hella, ich bewege mich hier nicht vom Fleck. Zieh dich um und dann komm wieder her. Ich bewege mich hier nicht in diesem Kostüm vom Fleck. Das hier setze ich jetzt dem hier auf, ey. Also ich habe mir das hier bestellt. Was ist das? Ja. Guck mal, du hast sowas Nices. Weißt du, du wirst gleich gut aussehen. Ey, hier sind noch mehr Tattoos drin. Hier ist einfach so ein Gebiss drin. Für Graf Dracula. Oder für den Kürbis. Das nehme ich nicht. Das nimmt der Kürbis. Ah, klar. Was ist das? Was ist das denn? Das sieht ja ganz schlimm aus. Das nehme ich nicht. Doch, Hella. Nein. Doch. Ich nehme das hier. Ja, setz mal auf. Oha. Sehe ich aus wie ein Teufel? Ja, also außer, dass du nicht gruselig aussiehst, aber doch. Ein schöner Teufel. Ich sehe aus wie ein Teufel. Ja, jetzt nimm noch das mit in die Flügel. Hand. Das sieht wirklich schlimm aus. Das nehme ich auf gar keinen Fall. Doch. Hallo. Hä? What? Du das hast sind einfach Flügel. Flügel? Ich habe doch noch das andere. Ich mache eine Mischung aus 2 Kostümen.
Alter, wenn mich so jemand sieht, ne? Ich verstehe nicht, was du meinst. Du bist ein schöner Kürbis. Was ist das denn? Das sind ja wirklich solche Zähne. Das ist ja cool. Crazy. Weißt du überhaupt, was du da gekauft hast? Nein. Sieht das gruselig aus? Nein, das sieht einfach bescheuert aus. Oh, welche findest du schöner, Tom? Die oder die? Oh, keine Ahnung. Pack erstmal das andere aus. Und das ist mein Gewand, was jetzt kommt. Alter, wir tauschen gleich. Nein. Ich gehe nicht als Kürbis. Du gehst als Kürbis. Schau mal, wie cool. Ich bin Dracula und du bist ein Kürbis. Oha, Hella. Dreh das mal um. Mach mal so rot nach außen. Das rot sieht, glaube ich, cooler außen. Aus. Also man kann, glaube ich, aber beides einfach machen. Ja, okay, ich glaube, rot gehört nach innen. Aber so sieht es auch cool aus. Ich glaube, ich nehme rot nach innen. Also entweder nehme ich den Umhang oder die Flügel. Hella, lass uns mal bitte Kostüme tauschen. Nein. Doch. Nein. Du siehst halt cool aus. Ich weiß. Du siehst halt wirklich cool aus. Ja. Ich glaube, es ist Zeit für die Kürbis-Challenge. Yes! Ich glaube, diese Auswahl an Messern sollte reichen. Hoffentlich schneiden wir uns damit nicht. Wer kriegt jetzt den kleinen und wer den großen? Ist du ja wolltest voll doch den kleinen. Du fandest den großen hässlich. Ja, ich nehme gerne den kleinen. Dann habe ich ja weniger zum Ausfüllen. Ich werde jetzt hier einen Timer stellen auf 10 Minuten. Dann haben wir genau 10 Minuten Zeit. Und Leute, wie ihr seht, ich lebe einfach als Kürbis. Weißt du? Ich also du musst eigentlich fühle gewinnen. Diese Rolle richtig. Ich muss gewinnen, dieses Spiel. Auf die Plätze. Fertig. Los! Wieso hast du das Messer? Hä? Ach, ich hab mir das einfach genommen. Ich hab auch gar keine Ahnung, wie das geht. Wie läuft's bei dir, Hella? Naja, ich hab gleich einen schönen Stern. Ein Stern? Ja. Ah, das ist auch schlau. Ach, du hast so einen Kreis daraus gemacht. Ach, das wird ein Deckel oder was? Ja, genau. Oh Leute, mein Gott! Ich bin auf jeden Fall schneller als Hella. Der ist ja voll hohl. Ich wusste gar nicht, dass ein Kürbis so hohl ist. Echt? Ist ja nicht so viel drin. Ich dachte, der wäre immer voll voll. Ah, ja, ich hab eine andere Taktik. Ich habe den Kürbis extra reingedrückt und krieg den jetzt nicht mehr raus. Tom, du musst mir helfen. Das ist jetzt scheiße. Was für helfen? Nee. Nein, Leute, ich habe das Stängel aufgerissen. Mann, was ist das für ein ekliger Deckel? Schau mal, der geht nicht mehr raus. Tja, ich würde mal woanders anfangen. Ja, wo denn? Oh Mann, Tom. Ich bin sauer. Das macht keinen Spaß mehr. Geh raus. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, war das abartig. Leute, schaut mal, Zwischenstand hier. Die Augen sind fertig. Jetzt kommt der Mund. Also mein Mund wird auch so langsam. Kürbis machen in 10 Minuten mit Hella und Tom. Okay, der Mund ist ein bisschen dünn, oder? Sieht man ja gar nichts. Ach, oh mein Gott, ich hab's mir auch ganz anders vorgestellt. Schau mal, wie hässlich meiner aussieht. Meiner sieht aus wie so ein Babykürbis. Der ist gerade 3 Jahre alt geworden, deshalb hat der noch hier den Zahn. Hat einer noch Milchzähne? Mhm. Meiner hat schon die Fleischzähne. Zeit so, ist abgelaufen. Lieben. Stopp. Ich setz meinen Deckel hier wieder drauf. Okay, ich setz meinen Deckel auch drauf. Und ihr müsst in den Kommentaren bestimmen, wer den schöneren Kürbis gemacht hat. Also das ist, glaube ich, eindeutig. Ich dachte ja immer, Hella wäre künstlerischer begabt als ich, aber sind wir ready? Ja. 1, 2, 3. Was sagt ihr zu unseren Kürbissen? Welcher ist der bessere? Welcher ist der bessere? Zeig mal deinen nochmal. Also deiner sieht auf jeden Fall gruseliger aus, muss ich schon sagen. Schau mal, meiner sieht irgendwie freundlich aus. Was hat er da, einen Zahn oder was? Ich dachte, das sieht gruselig aus, aber sieht aus, als wenn es ein Baby-Kürbis ist. Entweder ein Baby oder ein alter Opa, der keine Zähne mehr hat. Oh Mann. Du hättest mal so einen Mini-Mund machen sollen und dann dieses Graf Dracula-Gebiss da reinmachen sollen. Das wäre cool gewesen. Ja, Leute, Egal. Stimmt in den Kommentaren ab, welchen Kürbis ihr besser findet. Wir werden da gleich auch noch Teelichter rein tun, damit die auch noch, wenn es dunkel wird, hier ein bisschen leuchten. Was ist der nächste Programmpunkt des Tages? Ich würde sagen, wir stellen die Kürbisse auf und holen endlich die Pferde. Gollum möchte hier seine Halloween-Bude sehen. Ich glaube nicht, dass er die sehen möchte. Doch. Wir holen jetzt mal die Pferdchen. Nicht, dass sie sich jetzt schon erschrecken, ey. Heute werden sie nicht von Hella geholt, sondern von Graf Draculine. Also Gollum hat auf jeden Fall sich auch schon geschminkt. Hallo. Hat sich ordentlich gewälzt. Na, ihr Süßen? Happy Halloween! Happy Halloween, ihr zwei! Habt ihr Angst vor mir? Also, es scheint nicht so. Was glaubst du, werden die Pferde zu dem Halloween-Look sagen? Ich glaube, Gollum findet es halt richtig gruselig, ehrlich gesagt. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ja, mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Aber ich finde es richtig cool. Also, ich finde, es ist mega geworden, ne? Ich hätte es auch nicht erwartet, dass das so krass wird, was du hier vorbereitet hast. Ist echt cool. Ne, Mops, aber die zwei haben sich echt richtig doll eingesaut, wie man sehen kann. Ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ne? Ob man die noch sauber macht oder ob das einfach der Halloween-Look ist. Das ist der Halloween-Look. Ja, mal sehen. Ich lasse jetzt erstmal Valentino zu seinen Ponyfreunden. Valentino hat schon an. Echt? Oh mein Gott. Ich bin sehr gespannt auf Gollums Reaktion. Nee, ich glaube, das wird gefährlich, Hella. Geh mal vorne rein.
Nee, ich habe Angst, Hella. Brav. Gut. Oh mein Gott. Sag den neuen Bewohnern Hallo. Mann, der Arme, das ist ja schrecklich. Komm. Nee, er traut sich nicht, Hella. Deine Box sieht heute ein bisschen verändert aus. Gut, super. Oh Gott. Jetzt schaut er sich das erstmal an. Ach du grüne Neune. Ich glaube, er hat wirklich Angst. Da ist ein Kürbis. Ich glaube, er hätte mehr Angst vor dir gehabt als Kürbis, als vor dieser Deko. Das stimmt. Das ist doch cool. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Ist so. Halloween ist nun mal gruselig. Happy Halloween. Wir gehen hier jetzt erstmal wieder raus. Ich hatte jetzt eine richtig coole Idee für Gollum. Und zwar kriegt er diesen Gurt drauf mit diesen Flügeln. So, weißt du? Ich glaube, nicht, das ist dass er noch cool. abhebt. Warte, halt mal fest. Oh mein Gott. Er ist plötzlich Pegasus geworden. Wow. Ich glaube, das wird richtig cool aussehen. Ein bisschen klein, die hätten ein bisschen größer sein sollen, die Flügel. Ja, das wäre dann noch cooler gewesen. Dazu kriegt er halt noch die hier, aber ich weiß noch nicht, wie ich die befestigen soll. Ich glaube, mit der Trense ist das eine richtig gute Idee, denn hier habe ich diese Klettteile, weißt du? Ah. Und dann kann ich das bestimmt hier irgendwie so... befestigen. Ja. Wow. So, das sieht doch gut aus, oder? Ja, sieht sehr gut aus. Voll cool. Oha, ja, mach ihm das mal drauf. Pegasus. Ganz klar. Ganz klar, Pegasus als Teufel-Variante. Als Baby-Variante. Die sind jetzt immer noch falsch rum, Tom. Jetzt sind die falsch rum. Nee, jetzt sind die doch richtig rum. Nein. Natürlich, jeder Vogel würde so fliegen, oder? Egal. Mach einfach weiter, ist doch egal. Pegasus wird eh nicht abheben heute. Okay. Ist halt auch einfach das Beste, dass wir ihn einfach dreckig lassen, weil wir sagen, das gehört zur Deko. Ja. So, komm mal her, kleiner Teufel. Er ist der große Teufel, du bist der kleine Teufel. Oha. Cool, Hella. Ne? Das sieht richtig cool aus. Er sieht so cool aus, oder nicht? Wow. Schnieke er braucht auch noch so ein Tattoo. Ich weiß nicht, ob das hält bei ihm. Nee, lieber nicht. Okay, Pferd Nummer 1 ist fertig. So, jetzt ist natürlich auch noch Valentino dran. Ganz wichtig. Der kriegt auch ein richtig cooles Kostüm. Was soll er denn bekommen? Oh, der war im Wasser. Für Valentino habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar ein weißes Laken. Wie stellst du das jetzt vor? Ich lege das jetzt einfach über ihn drüber und dann schneiden wir einfach mal so Löcher da rein, wo die Ohren und wo die Augen sind. Und dann ist er ein Geist. Oh. Bin ich mal gespannt. Ein Flaschengeist, wollte ich sagen, aber ein Pferdegeist. Ja. Sorry, das ist so schlimm. Warte, Valentino. So. So sitzt das doch gut, oder? Ja. Okay, jetzt Valentino, muss ich mir bist du noch die Augen da? Sind. Die Ohren. Ja, schneid ihm am besten kein Ohr ab. Warte, das Ohr. Passiert schon mal durch. Oh nein. Okay, das andere armes Ohr Kind. Ist hier. Hier. Hier? Nein, okay. Es ist hier. Ja, mach da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es passt. Wir haben jetzt einfach so random irgendwelche Löcher hier reingeschnitten. So. Oh, ein Geist. Oh, oh Gott, warte. Ja, ja, ich glaube, es passt, oder? Ja. Wir haben einen richtigen Geist. Also irgendwie hat das mit den Augen nicht so ganz funktioniert. Bevor er einfach gar nichts sieht, mache ich es lieber so, damit er ein bisschen was sehen kann. Sonst ist es halt auch richtig fies, wenn er die ganze Zeit so ein Tuch vor seinem Gesicht hat. Ja, und jetzt klingeln wir mal und fragen mal, ob Süßes oder irgendjemand was Süßes zu Hause hat. Wollen wir bei Lulu und so klingeln? Ja, lass uns das machen. Soll ich klingeln und du stehst hier und wartest? Also ich glaube, die Treppe kann ich jetzt nicht so gut mit den Pferden hochlaufen. Deshalb wäre das schon ziemlich nice. Okay. Süßes oder Saures? Au! Oh. Ja! Wie süß euer Baby? Das ist der Babywelpe. Hallo! Oh, das ist aber nicht das Süße. Das gibt's nicht mit. Oh, doch, das wollte ich. Stimmt, das ist das Süße und wo ist die? Jetzt brauchen wir nur noch was Saures. Das ist Lulu. Apfel. Apfel, saurer Apfel. Wir nehmen den Welpen mit, oder? Ja, würde ich okay. auch sagen. Oh, wie süß. Wie alt ist der? Acht Wochen ist sie. Die Bonnie. Der Hund. Der Hund. Okay, wir ziehen jetzt weiter. Vielleicht haben andere Leute bessere Ausbeute für uns. Ja, wahrscheinlich. Hol mal einfach. Ja, hol mal was hier, Mensch. Leute, was ist mit dem Kostüm von Valentino passiert? Oh. Was ist das halt? Es sitzt irgendwie nicht ganz so genial. Er sollte einen Geist darstellen, falls man es nicht erkennt. Oh, wie lieb. Hella, wir haben eine Ausbeute. Kinderriegel und Lollis. Dankeschön. Ciao, Hella. Das ist unsere Ausbeute. Wie cool. Nee, ich glaube, die sind nicht für die Pferde. Okay, also der Geist schleift hier mit seinem Gewand über den Boden. War's das schon? Das war's schon. Das reicht an Ausbeute. Der eine Lolli reicht mir. Wir müssen noch die Kürbisse erleuchten. Stimmt, das haben wir voll vergessen. Aber die anderen leuchten schon. Ja. Von der Lichterkette. Sieht man es von aber hier? Aber wir wollten da noch Teelichter reinmachen. Man sieht es so leicht.
Ja, Teelichter habe ich, habe nur kein Feuerzeug. Ja, und dann machen wir die noch an und dann hat Gollum eine richtig schön gemütliche Box. Ja. Ja. Du kannst ja schon mal wieder Valentino von seinem Geisterkostüm hier befreien. Stell ihn mal wieder zu seiner WG, okay. Und ich hole die Kerzen und das Feuerzeug. Seid ihr bereit? Ich habe ein Feuerzeug bekommen. Cool. Leute. Vor allen Dingen, wie cool ist das mit diesen Lichtern? Die gehen ja die ganze Zeit so an und aus, abwechselnd. Richtig echt? Cool. Ja, ist dir das noch nicht aufgefallen? Oh ja. Oh Gott, jetzt nicht die Hände verbrennen. Das vor allen Dingen nicht hier den Stall abfackeln. Oh, wie cool. Das ist ja nice. Macht bitte kein Feuer im Stall, Leute. Das ist nicht gut, aber... Wir haben es abgesprochen. Einfach nichts nachmachen, was wir in unseren Videos machen. Aber meiner leuchtet viel mehr. Das stimmt. Meiner sieht viel cooler aus. Obwohl, das sieht mega aus. Richtig sieht cool. Aus? Ja, und wie schnell wir diese Kürbisse einfach hingekriegt haben, Tom, und die sehen so cool aus. Jetzt leuchten beide richtig. Die sehen richtig gruselig aus, also meiner auf jeden Fall. Der Babykürbis nicht so. Doch, der sieht auch richtig cool aus, vor allen Dingen mit diesem Licht, ne? Der ist so richtig hell irgendwie. Es wird immer dunkler und die Kürbisse kommen jetzt richtig zum Vorschein, Hannah. Das ist doch aber richtig schön, Gollum, sieht oder? Sieht dich einfach nicht mehr. Es ist einfach so dunkel geworden. Er hat das, finde ich, sehr gut gemacht. Ja, wirklich. Gewöhnt sich so langsam an seine Box. Aber ich würde sagen, für die Nacht tun wir die Deko einfach wieder raus, bevor er die doch aufrisst oder so. Ihr seid ein gutes Dracula-Team auf jeden Fall. Cool, ne? Ich finde auch. Das steht ihm auch richtig gut. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir jetzt auch schon das Video. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Tom, dir auch im Kürbiskostüm, oder? Ja, total. Also du hast auf jeden Fall dein Versprechen gehalten mit dem XXL Halloween Special. Ja, oder? Also wirklich. Das muss man schon sagen. Ich bin selber beeindruckt von dir. Dankeschön, danke. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss und immer gruselig bleiben.